Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die gute Nachricht in unserer heutigen Folge ist, dass der kleine Monty vorgestellt vor einer Woche 3 Bewerber hat und die Mitarbeiter der Arche Noah für ihn das Beste aussuchen werden. Für die ebenfalls vor einer Woche vorgestellten Fundkatze allerdings hat sich leider kein Besitzer gemeldet. Sie sucht noch immer schnell Menschenfreunde, die ihr ein neues Revier und alles, was so ein Kätzchen braucht, schenken möchten. In unserer heutigen Folge geht es wieder um Fundkätzchen. Es beginnt die Paarungszeit, da gehen die Miezen auf Brautschau. Als erstes hat ein jugendliches Katzenmädchen von ungefähr 7 Monaten seine Vorstellung. Die Katze wurde am 21. Januar in Ortruf in der Bahnhofstraße nahe dem Edeka-Markt gefunden. Die junge Dame ist gerade rollig und hat wohl an Ort und Stelle auf einen stattlichen Kater gehofft. Nun sitzt sie stattdessen in einem Quarantänekäfig und möchte zu gern in die Freiheit zurück. Sie ist ein gepflegtes und schönes Kätzchen. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt, dass sie in Ortruf ein Zuhause hat und das Miezchen vielleicht auf diesem Weg erkannt wird. Kommt die zweite Katzendame zur Vorstellung. Ebenfalls ein schönes Tigerchen, das auf ungefähr 3 Jahre geschätzt wurde. Sie hielt sich seit ungefähr ein Vierteljahr immer wieder bei einem Haus in der Mauerstraße in Gotha auf, das eine Weile leer stand. Der neue Hausbesitzer brachte sie wegen der kalten Temperaturen in die Arche Noah. Miezi sitzt sehr ängstlich und verschüchtert in ihrem Quarantänekäfig und protestiert oft lautstark. Auch hier glaubt Tierheimleiterin Katrin Mattes, dass die Katze vielleicht ein Zuhause hat. Denn auch sie hat keine Parasiten und sieht sehr gepflegt aus, was bei einer Streunerin nicht der Fall wäre. Das Miezchen ist sehr lieb und menschenbezogen. Sollte sich für die beiden Tigerchen keine Besitzer melden, werden für sie neue Reviere gesucht, am besten mit Freigang.